Boah, Junge, geh doch nicht auf den Sack. Hau doch einfach vor dem Kampf ab. Eieiei. Du 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 du. So, ich wollte eigentlich doch das auch einfach nur nach rechts springen, genau. Stopp, soweit so gut. Und jetzt sind die Verbindungen so, dass wir nee, Moment mal. Ah, scheiße! Da wusste ich nicht, dass da einer kommt. So ein Dreck. Nein, lass mich. Da müssen wir bestimmt mit dem Farbhammer wieder hauen. Stopp mal. Oh, ey. Wo will der Pucke hin? Ja. Okay, sehr schön. So, jetzt können wir... Aber bitte nicht im Kampf. Och man, Philo ist so ein Vollidiot, ne? Alter, wirft ja mein Licht um. Ja, was soll das, Philo? So ein Idiot. Jetzt kommen wir hier lang, weil wir es ausgemalt haben. Was müssen wir jetzt noch machen? Mir scheint, dass man dieser Röhre einen neuen Anstrich verpassen müsste. Hä? Aber wir haben doch alles angemalt. Oh, nee, doch nicht. Ja, fies. Okay, jetzt aber. Denke ich mal, hoffe ich mal, glaube ich. Mal schauen, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Okay, vielleicht kommen wir jetzt durch. Wäre ja schön. Okay, sehr gut. Ist alles sicher, kannst hinterherkommen. Faulenz-Guru. Okay, ich dachte schon. Oh ja, so macht man das mit dem Röhren. Ganz locker durchgerutscht. Ja, genau so macht man das. Wenn man ganz locker durchrutscht, in meinen Reden. Speichern ist immer eine gute Sache. Wohin führt die Röhre jetzt schon wieder und wohin führt die dann schon wieder? Du. Nach da oben. Aber geht nicht, weil die nicht angemalt ist. Boink? Was für Boink? Hm.
Dann probieren wir mal zu schneiden. Irgendwas konnte doch mit diesem Ding nicht stimmen. Ja. Ja, genau. Jetzt schneiden wir das aus, dann können wir hinten an der Wand einmal rüberlaufen. Und dann sind wir nämlich oben. Ich schneide jetzt nur den Hintergrund da einmal aus. Dann spawnen wir da hinten und können dann wie eine Treppe da hochspringen. Jawohl. Und schwupp sind wir oben. Oh nein, das kann doch gerade nicht wirklich passiert sein. Mario, lass mich hier nicht sitzen. Rette mich, Mario. Ja, chill. So. Schau an. Hey, du. Hallo, hast du uns nicht gesehen? Da. Oh, du bist zurück. Ich wusste, du würdest zurückkommen. Ah, hat sich nicht so angehört, aber okay. Diese Röhre da. Die führt wieder nach oben, ne? Die sieht mir ganz nach einer Luxusröhre aus und sie ist orange, genau wie die vor der Bistro-Oase. Die bringt uns bestimmt direkt dorthin. Komm schon, sehen wir uns das einmal an. Ja, Moment. Hier ist weiter nix. Müssen wir jetzt natürlich jetzt mal durchtesten hier. Warum kommen wir jetzt hier nicht hoch? LOL. Der Philo hat den Fernseher angemacht. Ne, der Rafiki war da. Willst du Fernsehen gucken, Rafiki? Achso. Der hat ohne Scheiß den Fernseher angemacht. Ist da auf den Stuhl gesprungen, hat einmal den Fernseher angemacht und sich dann neben die Fernbedienung gesetzt. Und auf den Fernseher geguckt. Der will Fernsehen gucken. Armer Rafiki darf keinen Fernseher gucken. Ich hab den wieder ausgemacht. War ja klar, was sind jetzt schon wieder? Der kann auch nicht auf sie aufpassen, ne? Was soll denn das? Hilfe! Warum funktionieren jetzt schon wieder die Kanalpunkt-Sounds nicht? I don't know. Vorhin als Kitty die gemacht hat, haben sie funktioniert. Keine Ahnung. Seid still, oder ich? Naja, ich habe euch bereits im Gefängnis eingesperrt. Viel mehr kann ich eigentlich nicht machen. Aber seid trotzdem still, sonst... Der wird wieder böse. Es hilft einfach nichts. Aus diesem Gefängnis gibt es kein Entkommen. Das ist unfair, ja. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Es hilft einfach nichts. Aus diesem Gefängnis gibt es kein Entkommen. Was ist das hier überhaupt für ein schrecklicher Ort? Warum gibt es unter der Wüste ein geheimes Sniffit-Versteck? Nun, angesichts eines ausbruchsicheren Gefängnisses müssen wir wohl einfach versuchen, durchzuhalten. Denk nach, Mario. Es muss einfach einen Weg hier raus geben. Mao? Mao? Der Schlüssel hängt da und der Schlüssel wackelt ganz schön. Wir können aber nichts schneiden. Es muss einen Weg rausgeben. Achso, guck mal, die Tür. Maybe. Nee. Nee. Aha. So aus der Naht habe ich mir gedacht. Ui. Toll, ich hätte wissen sollen, dass dir etwas Cleveres einfällt. Ich meine, als ich gesehen habe, wie du auf den Sand eingeschlagen hast, dachte ich, du bist verrückt. Das ist echt der Hammer. Gute Arbeit. Finden wir den Gastro-Guru und dann raus hier. Es wartet ein Farbstern auf uns. Ist so. Es wartet ein Farbstern auf uns. Da ist er ja. Oh, herkommen. So, weg mit dir. Und das Poster hängen wir ab. Oh, ansehen.
Hier herrscht Maskenpflicht, lol. Corona oder was? Klar. Ach nein. Aber so ein Fahrstuhl da oder was? So mit Strom und so. Gar kein Bock. Oder? Kämpfen wir einmal? Ja komm, kämpfen wir einmal. Ach, wir nehmen eine Feuerblume. Unsere letzte. Nee, wir haben gar keine Feuerblume mehr. Eisblume. Und dann sollten die tot sein. Dann müssen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal nach Port Prisma nach dem Level und uns wieder neue Karten besorgen. Weil es zu viele unnötige Kämpfe hier gibt. Immer auch Karten. Hier, ne? Kartenentzug. Es hat nicht mal gereicht! Ja, moin. Ach so. Ach so. Hier kommen wir auch wieder weiter runter, ne? Aber wofür ist dann der Fahrstuhl da? Oh, das ist eine Falle. Münzen. Oder kann man den Fahrstuhl nicht benutzen? Fehler, Schlüsselkarte erforderlich. Aha. Ach, ich nehme an, eine Schlüsselkarte ist erforderlich. Ja, ja, nehme ich auch mal an. Na, lol. Keine Lust zu kämpfen. Tschüss. Weh, du fällst hin. Boah, Mario. So ein Vollidiot, ne? Also der Kampf ist wirklich, die Kämpfe sind, also die, vor allem die jetzt gegen diese Sniffits sind so unnötig. Braucht kein Mensch. Deine Mutter ist nicht hier, also räum gefälligst selbst hinter dir auf und putz dir die Zähne. Ah ja. Deine Mutter ist nicht hier. Deine Mutter, ey. Können wir da oben dran ziehen? Hm. Wir möchten da gerne dran ziehen. Aber ich darf nicht. Ist das nicht unfair? Also ich möchte nur da dran ziehen. Nur einmal. Mann, ey. Okay, da geht's wieder runter. Schlage nicht ohne Grund, Poster. Ich wusste es. Was auch immer das bringt. Moment mal. Haben wir jetzt hier auch irgendwas, was uns da weiterhilft? Ja. Ja. Ich darf dran ziehen. Cool. Korkenkopie. Oh. Jetzt brauchen wir hier vermutlich nachher den Korken. Jetzt geht es auch nochmal hier runter. Was dann mit dem Fleckchen da? Aha. Lass mich hier raus. Weißt du gar nicht, wen du vor dir hast? Wen soll er denn vor sich haben, WTF? Was ist denn jetzt, wenn wir hier einmal runterspringen? Kommen wir nicht mehr hoch, ne? Ich bin doch nur ein einfacher Toad. Tu mir nicht weh. Wenn ich so darüber nachdenke, stimmt das nicht ganz. Ich bin reich. Stinkreich. Wie viele Goldmünzen, damit du mich hier rauslässt? Jetzt sei schon still und stell dich nicht so an. Oh nein, der schlimme Klempner. Der schlimme Klempner. Schlimm, schlimm. Hör auf, hier rumzupfeifen, du Pfeife. Haben wir noch so eine große... Oh. Eisblume. Eisblume. Haben wir noch eine große Blume? Nee. Die haben aber gerade eine Eisblume überlebt, ne? Oder? Der letzte schon, ne? Dann nehmen wir vielleicht nochmal einen Seriensprung, falls mehrere überleben. Mal schauen.
Oh nein. Der hat aber... Oh nein, der hat ein... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. War das doof. Aua, aua, aua. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Okay, setzen wir jetzt den ein. Und dann setzen wir den ein. Und dann setzen wir den ein. Eieiei. Der Bro ist halt jetzt super scheiße, dass der noch dazu gekommen ist. Der macht gar keinen Schaden, ey. Eieiei. Eieiei. Hat ja gar keinen Schaden gemacht. Schaut es euch an. Okay, das bedeutet für uns. Wir haben halt auch kein Rot mehr, weil er uns ganzes Rot geklaut hat. Das bedeutet, wir nehmen, was schon ausgemalt ist. Den hier. Ich weiß halt auch nicht, wie viele jetzt noch überlebt, deswegen übertreiben wir mal ein bisschen, ist ja egal. Hätte aber gereicht, okay. Ja, weiß man ja alles nicht so genau, ne? Kommen wir jetzt die rote Farbe wieder zurück. Boah, ja, her damit. Mario, hier drin ist es gar nicht so übel. Lol, der chillt schon wieder. Alter. Er ist so ein Idiot, ne? Oh nein! Ich wusste... Oh no! Ich wusste nicht, dass wir darüber... Oh, really? Toll. Ich dachte, wir würden dagegen laufen, halt wie so... ne? So, dass man halt nicht rüber kann, so, keine Ahnung. Aber, ja. Ich hab sie doch gleich hier hingelegt. Ja, hier liegt sie. Ich hab sie doch gleich hier hingelegt. Was? Nicht so schnell, Klempner. Oh, okay. Der hinten hat wieder sowas. Das heißt, wir nehmen einmal einen Pau. Und dann nehmen wir den... Wo hatte ich denn gerade? Moment. Ich möchte diesen Zweier-Seriensprung nehmen. Okay, aber hier nehme ich halt so zwei Seriensprünge, ist ja egal. Das überleben. Oh mein Gott. Ich bin einmal ganz kurz weg. So. Einfach einen Hammer und dann passt es. Go, weg mit dir. Ich wusste doch, dass sie hier irgendwo war. Aber sowas von wussten wir das. Ja, damit. Jetzt können wir nämlich wieder nach oben fahren. Na, wunderbar. Müssen wir einmal auf minus 3.
auf minus 3. Dann hier wieder runter. Ja, dann kommen wir raus. Ach, wir brauchen die Schlüsselkarte sogar auch hierfür, okay. Mir hat die Stelle hier eigentlich ganz gut gefallen, weißt du? Aber jetzt ist es wohl wieder an der Zeit, in den Alltag zurückzukehren. Und mach's gut, Gefängnis. Hier ist ja auch noch irgendwas versteckt. Vorsicht, Mario! Hier sind wir am tiefsten Punkt. Du wirst noch vom Sand verschluckt. Ach, Quatsch. Erzähl doch nicht sowas. Grüner Sniffit, gelber Sniffit, alles Sniffit, Sniffit, Sniffit. Geilo. Alles für das Museum. Das alles fürs Museum. Oh, da war noch so eine Tür. Egal. Jetzt kommen wir hier raus. Yo! Oh. Nicht gut? Achso, doch. Ich dachte schon, wir wären jetzt verschluckt oder so. Das war ja mal eklig. Sollte nicht irgendwer diese Dinger von Zeit zu Zeit mal putzen? Eigentlich schon. So, jetzt ab durch da. Frische Luft geht doch nichts über einen kleinen Gefängnisaufenthalt, um sich wieder an den kleinen Dingen des Alltags zu erfreuen. Kommt schon, gehen wir zurück zur Bistroase. Da stehen sie bestimmt schon Schlange. Ja, bestimmt. Siehst du das? Hallo, Philo. Aufgepasst, Leute. Das ist der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Ich werde aufschließen und mich an die Arbeit machen. Du hast keinen Schlüssel. Warte mal, wo ist denn mein Schlüssel? Oh, nee. Habe ich ihn etwa im Gefängnis vergessen? Ist nicht wahr. Was? Aber wir sind doch noch gerade erst mit Mühe und Not wieder an die Oberfläche gekommen. Mario, erinnerst du dich daran, den Schlüssel des Gastrohofs irgendwo gesehen zu haben? Ja, schon. Je weniger Zeit wir mit der Suche verbringen, umso besser. Ja, ich weiß, wo der ist. Oh nein, jetzt musst du den ganzen Weg nochmal zurück in das Sniffit-Versteck. Oh nö. Ah, okay. Ist nicht so schlimm, dauert nicht so lange. Außer natürlich, der Fahrstuhl ist blockiert. Aber okay, hier ist er. Wie kommen wir jetzt wieder rauf? Ja gut, das ist jetzt ein bisschen ätzend, ne? Dass wir hier den ganzen... Ja gut. Ja, das ist jetzt ein bisschen ätzend, das stimmt schon. Aber, oh ne, Moment, wir haben einen Fahrstuhl. Jetzt können wir nach ganz unten. Okay, passt schon. Nein, stopp, wir müssen nach minus 3, ich Vollidiot. Nee. So, jetzt wieder hier ruf. Dann wieder mit der Luxusröhre nach ganz oben und dann haben wir einen Schlüssel. Ich habe auch, wir haben ja auch von Anfang an schon den Schlüssel gesehen. Da dachte ich eigentlich, das wäre die Kerker, also die der Gefängnisschlüssel, ne? Aber dann habe ich auch nicht mehr dran gedacht, nur mal, obwohl, wäre eh Quatsch gewesen, weil der bei minus 1 kaputt war, der Fahrstuhl, ne? Hat ja nicht lange gedauert. Saubere Arbeit. Ich wusste, du willst es schaffen. Jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Passt nicht. Doch. Ich habe heute mal einen guten Tag. Also ist die Bistroase geöffnet. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und für dich, Mario, erfreue dich daran. Mein Markenzeichen, der berühmte orange Stern. Der weltbekannten Bistroase. Daran kann man sich gar nicht satt sehen, oder? Na, wie kommen wir jetzt da rauf? Du Witzbold. Oh ja, ich habe euch doch gesagt, ihr ist etwas ganz Besonderes. Ich wusste es doch.
Das ist ein kleiner Farbstern. Komm schon, Mario, den holen wir uns. Okay, hier. So kommen wir dahin. Yay! Na wunderbar. So, mit Toad-Depot geht es dann beim nächsten Mal weiter. Wir gehen jetzt einmal nach Port Prisma, holen uns mal neue Karten und sowas alles. Und dann spielen wir noch ein bisschen die Sims brechen aus weiter. Dass wir da auch mal ein bisschen vorankommen. Ich habe natürlich bei Sims brechen aus jetzt offstream noch nicht weitergespielt, aber egal. Wir schauen mal, wie wir gleich vorankommen. Oh nee, ich will nicht mit euch sprechen, nein. Ich wollte nur springen eigentlich, um hier so aufzuladen alles. Moment, dann gehen wir einmal ins Museum, die Karten abgeben, die wir abgeben können. Ja, du hast guten Gebrauch vom Papstchen, ne? Und neue Musik, ja. So, wir können abgeben. Den hier. Den hier. Den hier. Die da. Die da. Und die da. Vielen Dank für deine Spende. Sehr schön. So. Wie sieht das jetzt hier aus so? Da ist immer noch sehr viel frei, ne? Obwohl. So viel auch mal wieder nicht. Vielleicht so. Ja, hier steht jetzt leider nicht, wie viel von wie viel, aber über die Hälfte haben wir schon, glaube ich. So, hier sind die Gegnerkarten, haben wir auch einige von. Den. 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 Und den. Bitteschön. So, wie sieht das hier aus? Nicht ganz so krass. Also hier haben wir auf jeden Fall noch sehr, 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 sehr viele nicht, okay. Mario, du warst so großzügig, uns eine große Anzahl an Karten zu spenden. Dank dir konnten wir unsere Gemäldegalerie neue Kunstwerke hinzufügen. Ist ja cool. Nun, was wir jetzt aber auf jeden Fall machen, hier, nachdem wir die Dingskarten abgeben... Und dann direkt wieder neue davon kaufen, ne? Also Grill, das, Korken, Kompass und Batterie. Da fehlen auch noch viele. Tatsächlich. Wo wir schon 4 von 6 große Farbsterne haben. So, da wir die aber mit Sicherheit nicht allzu weiter Ferne auch im Spiel wieder brauchen, die Dingskarten, gehen wir jetzt direkt einmal unten zu dem Fasstaut und kaufen die uns direkt nochmal neu. Damit wir sie dann haben. Wenn wir sie brauchen. Und wir dann nicht wieder erst holen müssen. Dann gehen wir nochmal in den Kartenladen und dann war's das für heute. Mit Paper Mario. Wir spielen da noch ein bisschen, wie gesagt, wir spielen da noch ein bisschen. Sims weiter.
Kompass haben wir abgegeben. Ja gut, natürlich dauert das jetzt natürlich nur eine Weile hier, aber naja. Müssen wir immer noch hinrennen und aus... Quetschen oder was, ja. So, Kompass. Waschmaschine. Ja, machen wir nochmal eben. Obwohl, eigentlich ist das auch Quatsch, fällt mir gerade auf. Weil wir im Moment eh nicht so viel Geld haben. Wir müssen mal wieder ein paar Schnick-Schnack-Schnuck-Arenen machen, um Geld zu bekommen, ne? Aber wir auch halt auch ein paar Damage-Karten brauchen. Ja, komm. Und wir wissen ja, wo wir die Karten herkriegen. Das dauert da echt nie lange dann, ne? Also von daher, egal. Und dann gehen wir jetzt nur einmal hier rein. Wir können uns wahrscheinlich nicht mal alle Karten leisten, die ich haben will, weil wir im Moment nicht viel Geld haben, ey. So nämlich. So, jetzt mal ein paar Hämmer. Gar keine mehr. Maxi-Pilze auch fast. Okay, zwei noch gehabt. So. Blumen fast keine mehr. Oh, die sind teuer. Oh, scheiße. Die sind viel zu teuer, merke ich gerade. Hehe. Naja, gut. Tja. Nicht gut. Tja. Okay, keine Münzen mehr. Egal, das reicht dann erstmal. Obwohl, was wir auf jeden Fall mal machen könnten, ist diese fucking Karten hier verkaufen, die wir eh nie benutzen. Das sind dann hier diese da. Goomba, Cooper, Cooper, Sniffit, Sniffit, Fledermaus, Buhu, Buhu. Weg damit. Verkaufen. Hat jetzt auch nicht viel gegeben. Aber wir können nochmal auffüllen mit, keine Ahnung. Ja, weiß nicht. Sowas hier. Sowas hier. I don't know. Sowas hier. Das kostet dann halt euch nicht viel. Für mehr Karten ist kein Platz. Ja gut, okay. Hat sich das auch erledigt. Gut, dann machen wir an der Stelle mit Paper Mario beim nächsten Mal weiter. So.